Genau! Ihr kennt doch wahrscheinlich auch alle das Problem, dass euer Werkzeug immer wieder dreckig ist. Deswegen habe ich heute mal ein bisschen Werkzeug vom Kumpel mitgebracht. Jonas hat nämlich folgendes Problem. Jonas hat sich ein Haus gekauft und renoviert da sehr viel und muss sehr viel machen. Und deswegen sieht sein Werkzeug halt leider Gottes immer aus wie... Er hat mir auf jeden Fall folgendes Werkzeug mitgegeben, welches wir heute mal mit unseren wunderschönen Multi-Clean-Tüchern sauber machen wollen. Und wir wollen einfach mal testen, wie gut man damit wirklich denn Öle, Fette, Lacke und solche Sachen entfernen kann. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer Kettensäge, die ich jetzt hier mal mitgebracht habe. Wir fangen hier auch erstmal an und holen erstmal schön eins unserer wunderschönen Tücher raus. Zu den Tüchern, die sind übrigens in einer wunderbaren Verpackung mit 100 Stück immer. Die riecht nach Bauernhof. Kennt ihr diesen Standard-Bauernhof-Geruch? Boah, die ist richtig voll mit so Öl und Fett und so. Das ist halt echt schon brutal eklig. Oh, da sieht schon mal geisteskrank gut aus. Das riecht auch geil. Einfach guter Geruch. Die halten auch einfach, ne? Die reißen nicht wirklich und so. Können wir daraus so ein Teleshopping-Video machen? Aber da muss man auch so überdreht und so. Ja, saugeil, unsere tollen Tücher heute neu für euch. Checkt die mal auf. So, also wie man sieht, 1,5 Minuten später und 2 Tücher weniger hat das Ganze wunderbar funktioniert. Die Säge sieht echt schon wesentlich besser aus. Den groben Dreck jetzt erstmal weg. Wir haben das ganze Fett weg, die Öle, also das fühlt sich alles auch schon wesentlich schöner an. Und man kann sie auch mal so wieder ohne Handschuhe in die Hand nehmen. So, als nächstes habe ich mein Lieblingswerkzeug von der Baustelle. Und zwar ist es dieser Bohrhammer. Wir schauen mal, wie gut wir das hinkriegen. Junge, das Ding ist halt auch schwer. Ja, das Schöne ist ja einfach wirklich bei diesen Tüchern, ne, dass man damit halt auch wirklich in so Rillen und so reinkommt. Das finde ich ja so geil. Geil, das war angetrocknete Farbe, die ist auch einfach ab. Um diese Dinger hier vorne wegzumachen, würde ich da jetzt einfach Vaseline einmal reinsprühen. Hier. Und schon mal so raus. Alter, das ist so geil. Also kein Scheiß, man kann jetzt mal eben echt gut sehen, wo ich die Tücher benutzt habe. Ich habe die Tücher hier vorne jetzt einfach mal drauf benutzt. Im Vergleich, wenn man mal hier reinschaut, hier habe ich noch nichts gemacht. Ich glaube aber, ich schnappe mir noch mal eben ein neues. Wir haben ja 100 Stück. Ah, das sind halt dicke Kratzer und so hier auch noch mit drauf, ne? So, machen wir weiter mit dem nächsten, mit einer wunderschönen Abisolierzange. Mit einer wunderschönen Abisolierzange schnappe ich mir auch mal wieder im Tüchle. Mit ein bisschen Mühe und ein bisschen Geduld kommt man hier in alle Ecken super rein. Das ist ja der Vorteil, dass hier so Bomben festhalten, ne? Guck mal, durchgezogen, fertig. Geil, das war's schon. Das Ding ist schon sauber, ein Tuch. So, als nächstes versuchen wir es mit einem Hammer. Hier versuchen wir jetzt mal eben die ganzen Farbreste zu entfernen. So, ich habe jetzt für das nächste eben die Handschuhe noch ausgezogen, denn unsere Tücher sind natürlich auch super, um sich die Hände zu waschen. Und verträglich für die Hände und super geil zur Desinfektion und zur Reinigung. Also ich benutze die immer. Ich habe auch immer welche im Auto tatsächlich drin. Wenn man mal unterwegs ist und irgendwo was angepackt hat, was ein bisschen ekliger ist, aber eben schnell über die Hände, wird simpler. Und falls ihr kein Waschbecken bei euch in der Werkstatt habt, sind die Tücher natürlich auch ein Traum. Und ja. Jetzt noch Teleshopping. Ich habe euch heute was Neues mitgebracht. Heute nicht einmal, nicht zweimal, doch einmal. Grandioses Zeug. Schaut euch das an. So. Hände dreckig, sauber. Wow, wo gibt es dieses Ergebnis so schnell? Schlagt jetzt zu unter eingeblendeter Nummer. Ruft an. Ich lege euch noch einen oben drauf. Was seht ihr dann?